Bei den alten Griechen war der König Laios depressiv. Sein Orakel ließ ihn wissen, ab jetzt geht alles schief. Dein Sohn wird zwar ein Held, doch er wird auch dich umbringen und danach mit deiner Frau lässig durch die Gegend swingen. Heute reicht dein Horoskop nicht mehr, dass du dein Kind entfernst. Doch damals nahm man ein Orakel anscheinend noch ernst. Der Sohn wird nämlich ausgesetzt und schreit immer erregter. Da findet ihn ein Hirte, nur deshalb überlebte. Er nennt den Knaben Ödipus und der wird bald zum Manne und haut unwissend auf Reisen seinen Vater in die Pfanne. Dann sucht er sich eine Frau und macht sein Leben dadurch noch kaputter. Sie ahnen es eher nicht, deshalb wählt er seine Mutter. Tja, da bräuchte man halt Facebook. Mit Facebook wär das nie passiert. Ödipus-Profil auf Facebook hätte die Mutter irritiert. Statt 1000 Freunden nur ein Hirte, ein Findelkind als Profilbild. Da hätten, bevor man kopulierte, doch die Alarmglocken geschrillt. Menelaos hatte Gäste aus Troja zu Besuch. Während alle schmausen, wagt ein junger Gast den Versuch. Er macht sich ran an Helena, die schönste Frau, wenn's wahr ist. Er schaut aus wie Orlando Bloom und heißen tut er Paris. Die schöne Helena war etwas dumm und wollte nach Paris. Durch dieses Missverständnis kam es, dass sie sich entführen ließ. Kaum bemerkte Menelaos, dass seine Frau verschwunden war. Da war der antiken Welt schon, was kommen musste, klar. Heut gäb's nen Shitstorm auf Facebook. Damals den Trojanischen Krieg. Heut Cybermobbing über Facebook. Damals flotte Schlacht und Sieg. Die Frage ist doch, könnte man in so vernetzten Zeiten, wie wir sie haben, überhaupt noch denselben Sieger streiten? Achilles gegen Hektor, dieser Kampf verlor an Reiz, denn statt Schwerter, Schild und Speer heißt es nur, wer sammelt mehr Likes? Und ein Selfie der Soldaten im trojanischen Pferd auf Facebook hätte sicher auch die Überraschung erschwert. Auch für moderne Hacker wäre dieses Selfie turbulent, denn wie hieße dann der Virus, den man jetzt Trojaner nennt? Nun ja, mit Internet wär das Reich der Mythen plötzlich sehr leer, da wär ein gutes Thema finden sogar für Homer schwer. Mit Google Maps gäb's keine 20 Jahre lange Odyssee und Götterbote Hermes wär dank Messenger passé. Doch die Argonauten posten unter dem Hashtag Goldenes Vlies und Agamemnon findet Minotaurus Babyvideos süß. Herkules kriegt viele Likes, wenn er beim Pumpen Selfies schießt. Icarus macht nen letzten Snapchat, vor das Wachs zerfließt. Nur Tantalus ist Depri, denn er macht ein Foto von Athen. Doch Athen weicht aus und auf dem Bild ist leider nichts zu sehen. Prometheus und sein Adler haben im Livestream gute Quoten. Doch noch mehr Leute wollen auf Orpheus YouTube-Channel voten. Nur Sisyphus hat tausendmal das Anmelden probiert. Doch stets beim letzten Klick ist sein Computer abgeschmiert. Damokles trainiert mit seinem Schwert, weil er dadurch fitter bleibt. Doch wichtiger für ihn ist, dass er das danach auf Twitter schreibt. Mit WLAN, Spotify und Netflix ist der Olymp jetzt winterfest. Statt Blitze schleudern postet Zeus jetzt lieber was auf Pinterest.
Das Rätsel des Sphinx wird nicht von Ödipus gelöst, weil der nach einem Tinder-Date in der Chill-Out-Area döst. Doch wer löst dann das Rätsel? Dieser Kampf ist Harakiri. Natürlich Siri.